entstanden sind die Berichte eigentlich auf eine sehr lächerliche Art und Weise. Es waren schlicht und ergreifend Berichte, die abgeschrieben wurden, die wir abgeschrieben haben aus allgemein zugänglichen Artikeln und Berichten über die neonazistische Szene in Internetforen, bei Webseiten, die die rechtsextreme Szene beobachten. Da wurden Berichte einfach abgeschrieben. 3,5 Jahre spielen sie Spielchen mit dem Verfassungsschutz. 3,5 Jahre lässt sich die Behörde artig mit falschen Informationen füttern. Wir wurden ja im Lauf der Zeit immer frecher quasi, weil wir gesehen haben, es geht. Es wird nicht nachgefragt, die schlucken das, die zahlen, die glauben das offensichtlich auch noch alles. Und da wird man dann natürlich immer frecher und guckt, wie weit kann ich gehen? Wie dumm sind die wirklich? Was kann ich noch alles mit denen anstellen? Und das war aufschlussreich, es war interessant und es war erschreckend. Ein einziger Innenminister hat sich inzwischen von der V-Mann-Praxis bei der NPD verabschiedet und seinen V-Leuten den Geldhahn abgedreht. Wir haben übrigens außerhalb der V-Leute ja noch andere nachrichtendienstliche Mittel, die man einsetzen kann, um das mal ganz am Rande zu sagen. Natürlich kann man bei bestimmten Verfassungsfeinden auch Telefonüberwachung machen oder etwas Ähnliches. Das heißt, man kommt auch an andere, anders an Informationen als nur über V-Leute. Dem Staat nutzen die Spitzel also oftmals wenig. Dafür aber manchmal der NPD. Vor 6 Jahren scheiterte das Verbot der Partei an den V-Leuten. Die Richter wussten bei den verräterischen Zitaten nicht, ist der Urheber ein echter Nazi oder ein Spitzel. Die Verfahren werden eingestellt. Im NPD-Verfahren haben die V-Leute mit Sicherheit nicht der Verfassung genutzt, sondern unter dem Strich der NPD, denn sie haben verhindert, dass es zu einem wirklichen Verbotsverfahren in der Sache kam. Die Spitzel, die doch eigentlich dem Verfassungsschutz dienen sollen, helfen in Wirklichkeit eher der NPD. Die braunen Funktionäre lachen sich ins Fäustchen, man gibt sich gönnerhaft. Wir haben ja als Lehrer aus dem Verbotsverfahren eingeführt, das Leistungsprinzip verstärkt anzuwenden, also nur noch Leute für den Vorstand vorzuschlagen, die auch etwas leisten. Wenn das dann bezahlte Leute des Verfassungsschutzes zum Erfolg der NPD beitragen, sollen sie das meinetwegen tun. Und ansonsten sind sie ein guter Schutz vor einem möglichen Verbotsverfahren. Menschen aus dem Norden, aus dem Süden und aus dem Westen, aus dem Osten. Oh, ihr wisst, der Tag der wahren Einheit wird kommen. Oh, da, da. Oh, wir lassen uns nicht länger verarschen, niemals ein. Hey, oh, wie verloben sie doch sind. Sie sind auf beiden Ohren taub und auf beiden Augen blind. Meilen von der Wahrheit entfernt. So viele haben zugesehen, doch nichts dabei gelernt. Was ist bloß geschehen? Die lassen andere für uns denken, denn es ist so unbequem. Oh, was ist bloß passiert? Was von vielen geschaffen wird, von wenigen zerstört. Oh, da, da. Oh, da, 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 da. Oh, da, da. Oh, da, 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 da. Oh, ich kann es wirklich nicht länger ertragen. Jeder will nur seinen Vorteil und den größten Profit. Dass die Kassen kräftig klingeln, macht keine Kohle, macht keinen Sinn. Ja, dann machen wir auch nicht mit. Wenn wir einander dann beklauen, wundert es mich nicht, dass es so ist, wie es ist. Wir sollten unsere Taten überdenken, weil du immer bekommst, was du verdienst. Oh, wie verlogen sie doch sind. Sie sind auf beiden Ohren taub und auf beiden Augen blind, meinen von der Wahrheit entfernt. So viele haben zugesehen, doch nichts dabei gelernt. Was ist bloß geschehen? Wir lassen andere für uns denken, denn es ist so unbequem. Oh, was ist bloß passiert? Was von vielen geschaffen wird, von wenigen zerstört. Oh, da, da. Oh, da, 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 da. Weit verlaufen und kennen den Rückweg nicht mal halb. Trotzdem tanzen sie wie verrückt um mein goldenes Kalb und benehmen sich wie Dämonen in menschlicher Gestalt. Und ihre einzige Motivation ist ihr Machterhalt. Und immer noch hetzen sie sich gegenseitig auf, stiften Hass und Aggression und auf jeden wunden Punkt schlagen sie nur noch weiter rauf. Ey, und Mutter Natur schreit laut
Und auch wenn es noch so laut ist, wacht kaum jemand auf. Ja, was ist bloß passiert? Wohin werden wir gehen? Es ist Zeit, mit anzupacken und nicht schweigen zuzusehen. Denn was man uns genommen hat, das holen wir uns zurück. Stück für Stück, Schritt für Schritt. Und ich weiß, hier werden wir nicht alt. Im tiefsten Innern weiß ich, es kommt eine bessere Zeit. Ich sag nochmal, hier werden wir nicht alt. Oh nein, es kommt eine gerechtere Zeit. Ey. Oh, wie verlogen sie doch sind. Sie sind auf beiden Ohren taub und auf beiden Augen blind, meinen von der Wahrheit entfernt. So viele haben zugesehen, doch nichts dabei.